Leute, wie soll man das abkriegen? Das ist unmöglich. Ja, zack und ab ist er, liebe Leute. Ja, dafür gibt es YouTuber, Leute, ne? Die kauen das alles für euch durch. Also ich in dem Fall hier. Um dann sozusagen euch zu erzählen, wie es gleich richtig funktioniert. Hey Leute, er ist gleich fertig. Er ist gleich fertig. Oh, ich bin gespannt. Die Lüfter gehen aus und Achtung, yes, baby, gut gemacht. Fantastisch. Mit den G-Codes bezüglich U20 Alpha Weiß nicht so klar ist, ne? Jetzt habe ich da an Cura, an meiner Cura-Version, nicht die, die hier auf der Speicherkarte mitgeliefert ist. Mal was geladen. So Leute, jetzt bin ich gespannt, ob die G-Codes diesmal richtig sind hier. Das nächste Teil, was ich dann drucken werde, was macht er denn jetzt, liebe Leute? Was macht er hier, liebe Leute? Was soll das? Also, da höre ich mal auf. Leute, ich weiß nicht, was ich hier falsch mache, wirklich. Ich verzweifle langsam. Warum fährt der in die Ecke, Leute? Ich kapiere es nicht. Also, ich muss das nochmal checken. Muss ich jetzt hier wirklich mit Arnet A8, PK8 Codes hier arbeiten oder was? Ich habe Visa Quality CR Dings versucht. Ich habe versucht zu recherchieren, ob es für den AlphaWise U20 G-Codes gibt. Stell ich mich so dumm an, Leute? Liegt das an der Hitze hier? 37 Grad Innenraumtemperatur mitten in der Nacht um. Ja, schon gleich 12:30, Leute. Es wird und wird einfach nicht kühler in dieser Wohnung. Was mache ich falsch, Leute? Also, Tommy verzweifelt langsam. So, Leute, nächster Versuch. Calibration Cube. Fragt mich nicht, mit was für G-Codes. Muss ich nachschauen. Ich habe da glatt an dieser super haftenden Haftfolie die Haftung verloren, ja. Ich habe da ein bisschen Holzleim raufgeschmiert hier. In der Hoffnung, dass diesmal jetzt mein Calibration Cube da sich nicht an der Ecke hochhebt. Dass es diesmal funktioniert. Aber ja, also ich habe hier wirklich eine Odyssee an Sachen hinter mir. Das kann ich euch gar nicht erzählen. Aber man lernt ja immer wieder dazu, liebe Leute. So, das, was er jetzt hier macht, gefällt mir schon mal sehr gut. Ich sage gleich, alles, was er hier gemacht hat, falsch gemacht hat, war nicht der Fehler hier vom AlphaWise U20, sondern es war mein Fehler. Ja, hat, wie gesagt, was mit dem Slicer-Programm zu tun. Und ihr wisst, es ist mindestens genauso wichtig wie der Drucker an sich, ja, dass man eben die richtigen Einstellungen hat. Und um die richtigen Einstellungen zu finden, ja, muss man erstmal ganz schön rumexperimentieren, ja, bis man so dann final auf die richtigen Einstellungen kommt. Weil, liebe Leute, die vorgegebenen G-Codes, Beispieldateien, die auf der MicroSD drauf sind, die kann jeder Idiot ausdrucken, ja, weil da ist alles perfekt, da sind die G-Codes, alles läuft super, ja. Aber sobald man was Individuelles drucken möchte, was eben nicht schon voraufgespielt ist auf die SD, da fängt es dann an, kompliziert zu werden. Weil da muss man selber mal an den Slicer rangehen und selber mal Einstellungen vornehmen, ne? Und das ist eben die Schwierigkeit. Wie gesagt, ich habe gar keine G-Codes auf der MicroSD-Speicherkarte. Ich weiß auch nicht,
wo sie da sein sollen. Es gibt ein paar Dateien, die kann ich gar nicht öffnen auf meinem Rechner. Ich habe recherchiert, wie gesagt, ich habe alles Mögliche versucht von C, Quality, CR10S oder wie er heißt, der sieht ja genauso aus wie der hier. Das ging völlig in die Hose, weil wahrscheinlich hier ein völlig anderer Port drin sein wird. Fragt mich nicht, ihr seht, ich gehe da ganz naiv, ahnungslos an die Sache und beiße mich hier so fest, bis ich es raus habe, liebe Leute. Und wenn ich es dann raus habe, dann drehe ich einen Film und lasse euch daran teilhaben. Wie gesagt, sage euch, dass ich es für euch vorkaue und informiere euch einfach, wie es gleich richtig geht. Ja, ohne große Rumkasperei. Also, denkt mal gespannt, wie hier dieser Calibration Cube wird. So, liebe Leute, wie hat Tommy das jetzt hingekriegt? Also, Tommy hat die Version Cura Version 3.3.1, habe ich vorhin falsch gesagt. Also diese Version habe ich. Ja. So, dann habe ich mir einen neuen Drucker angelegt, namens AlphaWeiss U20. Material PLA. Ich habe das feine Profil genommen mit 0,1er Layer. Dicke der ersten Schicht 0,3, Wanddicke 0,8. Hier könnt ihr schauen, ich habe eine Füllung von 30% Füllmusterlinien, Drucktemperatur 205. Mit dem blauen Filament funktioniert 200 ganz gut. 60 Grad muss auch nicht sein, 50 reichen. PLA-Durchmesser ist 1,75. Fluss auf 100. Einzug aktivieren, logischerweise. Druckgeschwindigkeit 60, Füllgeschwindigkeit 60, obere Unterschicht 30, Bewegungsgeschwindigkeit habe ich, wo ist sie, da ist sie, 120, Kühlung natürlich aktivieren, Druckplatten, Stützstruktur brauche ich nicht, bei so einem Calibration Cube. Druckplattenhaftung habe ich hier Skirt gemacht und das war's schon. Die ganze Chose dauert 42 Minuten. Hier oben gehe ich mal auf die Schichtenansicht. Achtung! So, hier habe ich die Schichtenansicht. Da könnt ihr schauen. Hier am Schieberegler kann ich mit der Maus anfassen. Und schiebe den nach unten und da seht ihr dann meine Füllung, diese 30%, ja, dieses Gittermuster da. Ja, hier oben dann das Z und dann der Abschluss. Ja, Skirt ist die Linie da außen rum. So, jetzt zeige ich nochmal, was für G-Codes ich in dem AlphaWeiss habe. Da gehe ich mal hier auf Drucker verwalten. Und da seht ihr hier meine Odyssee, ja, Arnet 8, Creality, CR10, bla bla bla. Ich habe jetzt hier meinen eigenen angewählt. Also auch mir selber angelegt, meine Güte. So. Und hier habe ich eingetragen, logischerweise 30 mal 30 mal 40 in die Höhe. Ja, dann Druckbettform, Resand, ja, also viereckig, Heizbett, Häkchen rein, G-Code-Variante habe ich jetzt RepRap. Ja, man hätte hier, weiß ich nicht, MakerBot oder Malen oder ich habe RepRap genommen, ja, G-Code-Variante. Alles, was ich euch hier erzähle, ist jetzt
von mir selbst, ja, also dafür übernehme ich keine Haftung. So, dann sehen die eben hier so aus, die Startcodes, die Endcodes sehen so aus, ziemlich kurz im Gegensatz zum Arnet A8, finde ich. Diese Dinger, diese Werte, die hier drin stehen, ja, habe ich alle auf 0 gesetzt. Alle auf 0. Anzahl Extruder, also der AlphaWise U20 hat halt nur einen, also hier einen Extruder. So, wenn ihr hier oben auf Extruder, dann kommt da wieder G-Code, das ist alles leer. Hier habe ich nur den Materialdurchmesser umgeändert auf 1,75, die Düsengröße 0,4 mm, die anderen hier 0,0 und hier gar nichts. Hier oben bei Extruder, bei Drucker ist es dann so, wenn ihr das hier eingetragen habt, taucht natürlich hier Durchmesser 1,75 auf, ja. So, das sind mein G-Code. Wie auch immer ich jetzt dazu gekommen bin, liebe Leute, ist mir scheißegal. Hauptsache ist, dass es funktioniert. Und es funktioniert. So, so viel zu Cura. Meine Einstellungen. Ja, meine persönlichen. Ihr könnt es anders machen, aber für die, die erstmal irgendwie einen Erfolg haben wollen, können sich das hier mit immer zwischendurch stoppen und dann nachgucken und bei sich eintragen. Wie gesagt, alles ohne Gewähr, liebe Leute. So, liebe Leute, der erste Teil, was ich mir für den AlphaWise U20 hier von Thingiverse, ist übrigens von Remberto, bei Thingiverse ausdrucken werde, ist diese Zugentlastung, ne, vom Heizbett, von diesen Kabeln, die ja einfach nur an den Lötstellen halten, am Heizbett. Ne. Da will ich nicht nur eine Zugentlastung, sondern das eben absafen, ja, dass ich hier diese Kabel, ja, dass die sich da nicht lösen können, also das stabilisieren. Und dieses Teil werde ich mir jetzt mal hier downloaden und das ist ein Teil, was ich mir auf jeden Fall ausdrucken werde. Ihr seht das hier, das Heizbett, ne? Und da kommen die Kabel an, einmal für den Sensor und einmal eben zum Heizen, die dann nur an zwei Lötstellen sozusagen sind. Dieses Teil brauche ich. Will ich haben. Alter Schwede, ist das geil. Die Fläche, meine Fresse. Ist das geil. Die Lüfter gehen aus und Achtung, yes, baby, gut gemacht, fantastisch. So, wartet mal, jetzt holen wir uns mal diesen Cube hier nach vorne, liebe Leute. Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen Holzkleber drauf gemacht, einfach rauf und mit dem Spachtel verteilt, weil diese Matte, habe ich glaube ich schon am Anfang des Films erzählt. Auf jeden Fall, jetzt hat er die Haftung gehabt. Ja, zack und ab ist er, liebe Leute. Ich muss gucken. Fantastisch. Meine Fresse, Leute. Wartet mal, das Handy muss das richtig schön scharf stellen. Meine Herren. Alter Schwede, Leute, das ist aber eine schöne Oberfläche. Schaut doch mal diesen Calibration Cube euch an. Wahnsinn. Der ist fast durchsichtig, weil es ist ja nur 30% Füllung. Aber ich bin ja voll hin und weg, liebe Leute.
Meine Herren, der sieht echt gut aus. Boah, schaut doch mal hin, Leute. Ist das nicht irre? Ist das nicht irre? Schaut mal die Kanten, ist doch der Wahnsinn. Also, eins weiß ich. Mein Bett habe ich gut kalibriert hier, gut ausgelevelt. Und Mann, bin ich froh, dass ich das hinbekommen habe mit diesen verdammten G-Codes, Leute. Echt. Meine Herren, was habe ich hier für einen Affentanz getrieben? Echt ausgedruckt. Mit völlig falschen Codes, Leute. Echt. Mir ist das Filament durchgerissen hier, ja. Weil ich da die Kabel, guckt mal, wie schön ordentlich, naja, so halbwegs ordentlich halt die Kabel. Dabei, weiß ich nicht, ist das einfach hier durchgebrochen oder abgerissen. Dann habe ich das neu einführen müssen, ja, an der Bruchstelle, aber hat er tadellos gemacht, Leute. Ich bin total begeistert von diesem richtig geil aussehenden Calibration Cube hier, wirklich. Wahnsinn, Leute, ey. Meine Herren, schaut mal. Also immer sagt man, das ist jetzt mein bester Calibration Cube. Ich sag's jetzt nochmal, das hier ist, glaube ich, mein bester Calibration Cube. Also gut, ist das erste Mal, dass ich jetzt was Individuelles gedruckt habe. Selber gesliced sozusagen. Selber irgendwelche, fragt mich nicht, geh kurz. Irgendwie intuitiv, irgendwie das Richtige dann doch gemacht, weil ich schon richtig frustriert gewesen war, ja. Also, Leute, hier, Alphaweiß, U20, übrigens von Gearbest zur Verfügung gestellt zum Testen. Wenn ihr die anderen Filme gesehen habt, Teil 1 und 2, dann wisst ihr das, ja. Unter meiner Videobeschreibung sind diverse Affiliate-Links. Vielleicht sollte ich auch einen Huster drüber legen. Affiliate-Links. Kann dieses Wort nicht aussprechen. Mit Coupon. Ja, wenn da sind mehrere Drucker, die kriegt man dann preisgünstiger, wenn man den Coupon-Code einträgt auf der Seite bei Gearbest. Braucht da aber dann nur auf die entsprechenden Links in meiner Videobeschreibung klicken. Ich sage jetzt heute auch nochmal, erst recht nach diesem Calibration Cube, vielen Dank Gearbest für die zur Verfügungstellung des Alphaweiß U20. Eine Sache war ein bisschen tricky. Dieser Schlitz hier für die SD-Karten-Slot da oben, ja, der ist so breit, dass ich aus Versehen die Karte weiter unten reingeschoben habe und dann ist die Karte einfach in das Gehäuse reingefallen. Musste ich das Gehäuse hier aufschrauben und meine Karte da wieder rausholen. Also der Slot liegt ziemlich weit oben. Also ihr müsst die Karte, wie soll ich denn das euch zeigen hier, ziemlich weit oben reinstecken. Dann passiert euch das nicht. Das fand ich ärgerlich vorhin, dass die mir da einfach ins Gehäuse reingefallen ist. Weil dieser Schlitz viel zu breit ist. Aber ist ja auch egal. So, ich bin jetzt total happy. Jetzt kann ich mir endlich hier diese Zugentlastung für das Kabel vom Heizbett ausdrucken. Kann mir eventuell hier ein Teil ausdrucken, wo links und rechts ein Lüfter drauf sitzt. Die von beiden Seiten blasen oder was weiß ich, irgend sowas. Oder eben, wie gesagt, was riesiges, 40 cm hohes. Für mich war ein bisschen naiv von mir, hier einfach loslegen zu können. Für mich ist erstmal wichtig, dass hier XYZ perfekt
eingestellt ist, dass dieses Ding perfekt funktioniert. Ja, dass man nicht also immer dabei sitzen muss und gucken muss, ob auch alles wirklich funktioniert. Also mein Vertrauen hat er heute gewonnen, wirklich. Ist das nicht herrlich? Meine Güte, kann mich nicht satt. Der geilste Calibration Cube überhaupt, ey. So, liebe Leute, das Video wird wahrscheinlich wieder tierisch lang werden. Das hier war jetzt Teil 3. Teil 4 wird folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Danke ich euch. Über jeden Daumen hoch, Abo und so weiter, wisst ihr ja, würde ich mich riesig freuen. Vielen Dank nochmal an Gearbest. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Euer Tommy, German RC Creations. Tschüssi, Leute. Meine Fresse nochmal. So ein geiles Teil. Fantastisch.